Ja, das ist eben dieser Wunsch, also dieses Wort normal möglichst häufig zu hören. Und wenn es sich verfängt, dann hätte die Partei schon was erreicht. Der Wunsch gerade aus dem Meutenlager ist ja auch immer, dass zum bürgerlichen Lager gezählt zu werden und eben nicht zu den Rechtsextremen. Deswegen ja auch seine Vorstöße in der Vergangenheit, sich da deutlicher zu distanzieren. Aber die Partei ist da eben nicht einheitlich. Man ist da komplett in der Mitte gespalten, wohin man eigentlich will, zu welchem Lager man da eigentlich tendiert. Insofern, ja, es ist ein Label. Was aber dann genau normal überhaupt bedeutet, das ist dann ja die nächste Debatte. Das möchte die Partei im Zweifel ja gerne festlegen. Und da sind doch sehr viele Vorstellungen sehr rückwärtsgewandt. Immer wieder wird hier gesprochen von der Familie. Familie aus Mutter, Vater und Kind. Und Meuthen hat gestern davon gesprochen, die Menschen seien verwirrt, dass man plötzlich so viele Geschlechter da in der Diskussion habe. Also er tut viele Entwicklungen, die wir in den vergangenen Jahren gemacht haben, und viele, viele Lernschritte, die die Gesellschaft auch gemacht hat, tun sie ab und wünschen sich da in eine andere Zeit zurück.